Berlin-Schlachtensee, 7.45 Uhr. Der regierende Bürgermeister der deutschen Hauptstadt verlässt sein Haus, um zu seinem Amtssitz zu fahren. Ja, jetzt haben Sie endlich den Star. Abschied von Peter, dem ältesten Sohn. Seit 1957 regiert Willy Brandt in diesem Hause. Aber auch in seinen Jahren als Bundestagsabgeordneter war er der Sprecher Berlins. Was an diesem Schreibtisch entschieden wird, wirkt sich oft genug auf die ganze Welt aus. Clever gemacht, der Film, kann man wirklich sagen, weil er einmal mit dem Charme dieses globalen Bürgermeistertyps arbeitet. Also ein Kümmerer mit Weitsicht, mit globaler Weitsicht in einer Stadt, die seismografisch für weltgeschichtliche Konflikte steht. Und wenn er die meistert, meistert er auch andere Probleme. Es ist ein Ereignis für seine Familie, wenn der Vater einmal früher nach Hause kommt und ein paar freie Stunden für Frau und Kinder mitbringt. Heute also hat Frau Ruth den Kaffeetisch im kleinen gepflegten Garten nicht umsonst gedeckt. Peter und sein jüngerer Bruder Lars merken schon, dass Vater mit ihnen an den See geht. Frau Brandt freut sich, dass ihr Mann wieder einmal Zeit hat für die Jungs. Und der Vater hat Mühe, zwischen den vielen Vorschlägen zu wählen, die sie ihm für den Rest... Also da waren Sie immerhin schon schlau genug, dass Frau Ruth diesmal den Kaffeetisch nicht umsonst gedeckt hat. Ich meine, wo ja auch schon das ganze Drama drin steckt. Also offensichtlich deckt Frau Ruth den Kaffeetisch normalerweise umsonst. Lars will fischen gehen. Und schon kommt es zu einer fröhlichen Fachsimpelei unter zünftigen Anglern. Aber vorher eine kleine Kahnpartie auf dem nahen See. Wenn auch dicke Wolken am Himmel hängen, Peter möchte dem Vater zu gern noch seine Schwimmkünste vorführen. Man hat schon das Gefühl, der wird ausgeleuchtet und gezeigt wie Kennedy. Willy Brandt rief die freie Welt und unsere Verbündeten kamen. Er bewies, dass er draußen Vertrauen besitzt und dass man ihm in jeder Lage vertrauen kann. Deutschland hat diese Bewährungsprobe verstanden. Der Herausforderer muss auf ein Plateau kommen mit dem Amtsinhaber. Das ist immer die große Herausforderung. Da ist das sehr, sehr elegant gemacht. Und er kommt väterlich, liebenswert und trotzdem elegant und weltgewandt daher. Nicht schlecht. Nur ein Mann wie er, unverbraucht, maßvoll, entschlossen und weltoffen, nur ein solcher Mann kann mit stetiger Kraft in den nächsten 4 Jahren die nationalen Fragen lösen, die jetzt auf uns zukommen. Willy Brandts Auftreten war nie sehr locker. Er war eher steif und auch wenn er huldvoll winkte, sah das nicht so aus, als wenn irgendjemand da war, der auch jeden Moment aufspringen würde, um die Arme hochzureißen. Nein, Willy Brandt war ein schwieriger, ein komplizierter Mensch. Das kann man natürlich in einem Film, will man in einem Film nicht dokumentieren, sondern man möchte ihn menschelnd zeigen. Aber wenn einer nicht menschelnd war, dann Willy Brandt. 1966. Kurt Georg Kiesinger wird Bundeskanzler. Seine Vorgänger: Ludwig Erhard, der Vater des Wirtschaftswunders, und Konrad Adenauer, der große alte Mann der Deutschen. Also wenn man schon die Möglichkeit hat, dass die Bilder sich bewegen, dann bin ich immer sehr dafür, dass diese Bilder sich auch bewegen. Also statische Bilder sind nicht so meine Sache. Hier im Bundestag hatte er 17 Jahre vorher bereits gestanden, hatte gekämpft, beschworen, überzeugt. Damals, als aus dem Nichts ein neuer Staat entstand. Damals fielen die Entscheidungen, die heute unseren Alltag bestimmen. Damals hörte man den Namen Kurt Georg Kiesinger zum ersten Mal. Da ist klar, das sieht man eigentlich, sieht man da schon Verlierer, der forcieren muss. Und es ist ja auch eigentlich eine Kiesinger-Schwächung, dass ihm permanent der Adenauer unter die Nase gehalten wird. Und dann, ich weiß, das sieht man nicht so genau, aber es sieht ja fast so aus, als ob er Erhard Feuer mit der Zigarre gibt. Also eigentlich eine Lakaienposition, wo man denkt, das kann nicht der künftige leuchtende Stern am deutschen Kanzlerhimmel sein. Was alles ist auf ihn eingestürmt? Krisen, Probleme, der tägliche Szenenwechsel der außenpolitischen Konstellationen, die Zerstörungswut der Radikalen, das alles 1000 Tage lang. Ist von der Aussage wie so eine schnelle Tagebuch-Leistungsbilanz-Auflistung, die eigentlich, wenn ich darüber aussagt, was er eigentlich zukünftig machen möchte. Ein Mensch,
der für 60 Millionen denken muss. Weil die alle nicht denken. Deswegen muss er für 60. Toll. Immer im Dienst. Hobbys, private Vergnügen und Familienleben stehen ganz klein im Tagebuch eines Bundeskanzlers. Ich weiß auch gar nicht, was dieses Aufbauschen des Arbeitskalenders heißen soll. Das war eine Zeit, in der in Deutschland alle sehr hart gearbeitet haben. Das beeindruckt die nicht. Dieser Auftrag ist unausweichlich. Auf den Kanzler kommt es an. Er glaubte, er hätte die Wahl gewonnen. Er hat sich nur zu wenig Sorgen gemacht, auf dem Koalitionsmarkt rechtzeitig umzusehen. Und Kurt Georg Kiesinger marschierte mit geschwollener Brust auf das Fernsehstudio zu. Und Kohl fing ihn ab, ging mit ihm runter zum Rheinufer und sagte zu ihm: Kurt Georg, gerade habe ich die allerneuesten Zahlen, die FDP schafft es doch und könnte tatsächlich mit der SPD eine Regierung bilden. Gewonnen! Wenn du noch einmal B sagst, halt dir die rüber. Oh, das ist der. Oh, Gottes Willen. Was spielt ihr denn da, Räuber und Gendarm? Nee, Freiheit oder Sozialismus. Das ist aber ein blödes Spiel. Seit wann spielt ihr denn mit der Politik? Das ist halt bevor sie ihren Mann umgebracht hat. Da durfte sie noch Wahlwerbespots drehen. Und das soll gar kein besonders Linker gewesen sein. Und das, mein lieber kleiner Freund, das will ich dir mal sagen. Die SPD versteht ein bisschen mehr von Freiheit. Die hat nämlich die meisten Freiheiten geschaffen. Zum Beispiel den 8-Stunden-Tag, das Streikrecht, die flexible Altersgrenze. Zum Beispiel die Humanisierung des Strafrechts, die Chancengleichheit, die Mitbestimmung, die Gleichberechtigung, den sozialen Frieden, die soziale Sicherung. Das weiß doch jedes Kind. Muss ich jetzt hier ausmachen, finde ich komplett langweilig, interessiert mich überhaupt nicht und ist genauso wie Kabarett. Spielt alleine weiter, ich hau ab. Wo gehst du denn hin? Nach Hause. Kabarett schön und gut, aber man muss auch mal einen Witz machen können. Was willst du denn zu Hause? Meinem Alten sagen, er soll SPD wählen. Also, Freunde, alles klar? Sagt euren Eltern am 3. Oktober SPD wählen. Und ganz wichtig, die Zweitstimme für den Bundeskanzler. Denn merke, Helmut ist der Bessere. Schmidt natürlich. Unglaublich. Mein Gott, was war das für eine Zeit? Sagen Sie mal, wie lange liegt die zurück? Das sind ja erst 33 Jahre oder sowas. Ja gut, also das müsste Helmut Schmidt sich mal angucken. Also da muss doch Schmidt, die müssen die festgebunden haben, als die das Ding irgendwie in der Parteizentrale abgesegnet haben. Also das macht mich wirklich fassungslos, dass in der Zeit, wo Helmut Schmidt Kanzler wurde, ein solcher Irrsinn von der SPD ausgestrahlt wurde. Bonn, Bundeshauptstadt. Etablierte Politiker und Bürokraten haben sich in Betonburgen eingemauert. Vor wem kapseln sie sich ab? Vor den Bürgern? Die Grünen scheinen da offener zu sein. Was wollen die Grünen in Bonn im Bundestag? Sicherlich bauen wir nicht noch eine Betonburg, nicht noch ein Bürokratensilo. Unser Haus steht offen für jeden, der mit uns sprechen will. Das sind noch Menschen wie du und ich, Annegret. Wir wollten doch zum Rhein. Opa, warum sind die Fische tot? Weil die Industrie das Rheinwasser vergiftet hat. Ich glaube, die haben sie damals noch irgendwie beim Fischhändler Mathje gekauft und da hingelegt. Wer hat dir das gesagt? Die Grünen, die arbeiten für eine gesunde Umwelt. Dieser Ton, ich meine, die können alle überhaupt, die wissen nicht, was eine Kamera ist, die wissen nicht, wie man öffentlichen Satz redet. Und das hat dadurch ja auch so was wahnsinnig freudlos Deprimierendes. Also sozusagen, dass das eine dynamische, muntere, Verkrustung aufbrechende Partei ist, das sieht man eben irgendwie durch die Ästhetik. Aber man sieht es vor allen Dingen auch eben durch die Unprofessionalität. Aber Lebenslust versprühen die ehrlich gesagt nicht. Die einzige Alternative. Wir schalten um auf die Grünen. Wir wählen die Grünen. Es macht ja Mut, denn die Partei, die sich da zum ersten Mal vorgestellt hat, die hat ja dann die Geschichte der Bundesrepublik geändert. Und zwar bis ins 21. Jahrhundert hinein. Das heißt, auch was so erbärmlich anfängt, kann kraftvoll werden. Also im Grunde sollte man jedem, der sagt, Mensch, wir sind so klein, wir können doch nichts bewegen, dem müsste man das zeigen. Und das könnte Mut machen.